Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock. Im letzten Part, da sollten wir hier rein. Und da gehen wir jetzt auch. Puh, okay. Auch wenn ich echt ein bisschen nervös bin und da eigentlich gar nicht runter will. Aber du bist nicht rettet. Oder hoch. Es heißt doch, wenn man ein Leben rettet, rettet man die ganze Welt. Ich stelle den Kindern hier ein Obdach zur Verfügung. Aber du bist ihr wahrer Retter. Trotzdem gibt es noch immer viel zu tun. Okay, ich brauche gleich mal mein Feuer. Wo ist sie denn? So, verbrenn doch! Mein Gott. Jetzt. Wer hat dich geschickt? Fuck. Jetzt komm raus. Okay, der ist tot. Noch einer da? Nö? Gut. Ich muss kurz eine Pause machen. So, entschuldigt. Ich dachte, ich werde jetzt unterbrochen. Kann doch sein, dass ich zwischendurch nochmal unterbrochen werde. Ich weiß es nicht. Muss jetzt aber diese Kamera hier kaputt machen. Okay. Wow, okay. Das ist ein Vita-Chamber. So. Das ist nur ein Hut. Kann man da auch rein? Nein, schade. Hier liegt nichts mehr. Gut, gut, gut. Halt die Klappe! Ach so, da ist das Sicherheitsding. Hey! Chillt! Ah! Okay. Ich habe jetzt aber alles blass erwischt, ja? Sind noch irgendwelche Maschinen hier? So. Sehr schön. Ich nehme die mal so mit. Geht halt aus dem Weg. Mein Gott. Lasst mich doch einfach durch. Oh, Filme. Ich kann nicht noch mehr tragen. Dann wird es mal wieder Zeit für Fotos. Aber oh, wenn sie nicht schön werden. Oh! Was haben wir hier denn noch? Schön lächeln! Wie? Geht doch. Muss ich ihn ganz drauf haben, oder was? Okay. Was haben wir hier? Blitzblaser und Fortschritt. Erhöhter Schaden. Sehr gut. Halt. Hey, was macht ihr? So. Okay. Ist da immer noch nicht ausreichend, aber immerhin etwas Munition. Ich warte nur drauf, dass die Tür abgeht und noch mehr Splicer reinkommen. Nun gut. Hallo? Keine versteckten Gänge? Och nö, ich krieg wahrscheinlich hier wieder ein... Ich werde diesen Ort vermissen. Rimshaw für Typen wie mich das reinste Paradies. Typen, die dachten, sie wüssten alles. Frauen, die dachten, sie hätten bereits alles gesehen. Schlaue Opfer. Das heißt es. Was heißt es?
Wo sind die Splicer? Diese armen Trottel. Sie kommen nach Rapture und denken, sie würden hier unten wer weiß was werden. Dabei vergessen sie alle, dass auch jemand die Klos putzen muss. Wie leicht ich es mit ihnen habe. Ich gebe ihnen eine Bleibe und einen Teller Suppe und sie geben mir dafür ihr Leben. Wozu brauche ich eine Armee, wenn ich doch Fontaines Armenhäuser habe? Was für ein Arschloch. Was für ein armes Arschloch. Echt. Der denkt auch, er kann mit Menschen spielen, wie es ihm gerade passt. Oha. Eigentlich ein schöner Raum hier. Der denkt, er kann alles tun. Kommt damit davon. Mal sehen, wie er reagiert, wenn er feststellt, dass er das nicht kann. Hallo? Hallo? Kann die Musik jetzt nicht mehr ausgehen? So. Eve wiederholen. Antiperson. Zeug. Das gefällt mir nicht. Aber ich darf jetzt nicht zu viel auf einmal trinken. Sonst bin ich betrunken. Ach, da ist noch eine Tür. Da sind auch noch ganz viele Alkoholflaschen. Was ist denn das? Oh, wir hacken einen Safe. Okay. Shit. So, und das hier. Okay. Ganz ruhig, das kriegen wir hin. Sehr gut. Na, sag ich's doch, das kriegen wir hin. So, was haben wir hier? Okay, mehr kann ich nicht nehmen. Schade, ich dachte, ich könnte es nochmal durchsuchen. Aber das ging leider nicht. Wir laden nochmal nach. So. Jetzt ist die Musik weg. Und auch wenn es das war, was ich mir gewünscht habe, ist es jetzt irgendwie gruselig. Okay. Aha. Okay. Sehr gut. Ich weiß, ich könnte die garantiert auch anders lösen. Können die Türen mal weniger knarren zugehen? Elektrohaut 2. Neues Kampftonikum Elektrohaut 2. Als es sagten, Elektrohaut sei die ultimative elektrische Verbesserung, da war das etwas voreilig. Das neue Elektrohaut 2 ist nämlich noch viel besser. Mit Elektrohaut 2 sind sie der Schocker, nicht der Geschockte. Habe ich denn Elektrohaut 1? Körperpanzerung. Newman Inferno. Ich denke, ich mache das mal weg. Auch wenn das doof ist.
Also, dass ich das wegmache. Oh fuck. Jawohl, das Präparat wirkt. Die Auswirkungen der mentalen Manipulation sind verschwunden. Es gibt aber sicher Nebenwirkungen. Such den nächsten Plasmidautomaten, dann können wir die Schäden analysieren. Versuch 192 hat einige Nebenwirkungen. Deine Plasmide sind instabil geworden. Du kannst derzeit nicht darüber bestimmen, welches Plasmid installiert ist. Die Charge Nummer 192 hat deine gesamte Plasmidstruktur neu geordnet. Ich hätte wissen sollen, dass du eine größere Dosis brauchst. Du musst dir noch eine weitere Dosis verabreichen, um die Auswirkungen vollständig zu neutralisieren. Aha. Such jetzt zu Sean's Labor in den Artemis Suites. Dort findest du ohne Zweifel mehr von der Charge Nummer 192. Oh Gott. Okay. Also, jetzt sind die instabil. Ich weiß nicht, ob ich mich so darüber freuen soll. Oh shit. Seal Dummy. Oh Gott. Das ist jetzt gruselig. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt hier durchkommen soll. Okay. Schon besser. Zumindest im Moment. Aber das kann sich wieder jeden Moment ändern, nicht wahr? Wo ist sie? Hallo? Shit! Jetzt komm, lade nach! Ach, verdammt. Was habe ich jetzt? Autohacker, sehr gut. Aber welches Plasmid habe ich jetzt? Die nehme ich jetzt. Oh, Zorn. Oh, oh. Oh, fuck. Dahin laufen welche, ne? Den Splicer da hinten gesehen. Da hinten läuft er. Oh shit, was krieg ich jetzt? Mann. Einer muss hier für Ordnung sorgen, sonst soll er dann die Parasiten das sagen. Habe ich ihn getroffen? Ja.
Achso, ist das der Sicherheitsautomat da hinten? Der das so leuchtet. Und wo ist jetzt der Roboter hier hingekommen? Hä? Okay, damit kann ich auch leben. Munition. Sehr gut. Oh, ich habe 9 Eve-Spritzen, sehe ich gerade. Hä? Wann habe ich denn 9 Eve-Spritzen bekommen? Ja, egal. Ich denke, soll ich runter? Okay. Okay, ich denke, ich mache an dieser Stelle kurz einen kleinen Schnitt und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, tschüss!